die Nixe und das Tauernkirchlein bei Ossiach. Auf dem bewaldeten Höhenzug am Südufer des Ossiacher Sees steht eine kleine Kirche, die auf seltsame Weise gebaut worden sein soll. Eines Abends ging ein junger Fischer das Seeufer mit seiner Liebsten entlang, die beiden küssten sich und bemerkten dabei nicht, dass ein seltsames Wesen aus den Wellen auftauchte und sie beobachtete. In der nächsten Nacht fuhr der Fischer auf den See zum Fischfang hinaus, da hörte er plötzlich einen wunderbaren Gesang, und aus dem Wasser stieg ein Mädchen empor, das so schön war, wie er noch nie eines gesehen hatte. Sie kam zu ihm ins Boot, und von da an hatte er alles vergessen, was ihm früher lieb gewesen war. Er mied sein Mädchen und wurde schwermütig, da sich das Wasserwesen nicht mehr zeigte. Es war eine Vollmondnacht, als die Schöne wieder auftauchte und zu ihm ins Boot stieg. Aber seltsam, als er den Arm um sie legen wollte, musste er an sein Mädchen denken, die sich jetzt vielleicht eben die Augen ausweinte. Die Nixe wollte diesen Sinneswandel aber nicht verstehen und machte sich über ihn lustig. Daraufhin stieß er sie wieder ins Wasser zurück. Das war für sie eine furchtbare Kränkung, und sie sann Tag und Nacht in ihrem kristallenen Palast auf dem Grund des Sees auf Rache. Da sie aber wusste, dass der Wasserfürst keine Zwietracht mit dem Menschen duldete, gab sie ihm eines Tages einen Schlaftrunk in seinen Wein, damit sie sich unbeobachtet davonmachen konnte. Mit ihrer Zauberkraft öffnete sie alle Schleusen und Zuflüsse zum See, der alsbald zu einem katastrophalen Hochwasser anstieg und die Häuser am Ufer überflutete. Der Fischer, der auch überrascht worden war, sah noch einen Hausgiebel aus dem Wasser ragen. Er schwamm darauf zu, da sprang ihm aber sein Mädchen, das dort Zuflucht gefunden hatte, entgegen, um mit ihm in den Fluten zu sterben. Und so war es auch. Beide versanken eng umschlungen im Wasser. Als der Wasserfürst am nächsten Tag benommen aufwachte, sah er die Katastrophe und bändigte den wild gewordenen See. Die junge Nixe aber verbannte er in die Welt der Menschen, wo sie Not und Schmerzen kennenlernte. Jeden Abend saß sie nun am Seeufer und klagte ihren Genossinnen ihr Leid, bis schließlich der Wasserfürst Mitleid mit ihr bekam, sie aber zur Buße mit eigenen Händen am Südufer eine kleine Kirche bauen ließ, wobei sie mit ihren eigenen Tränen den Mörtel für den Bau zu netzen habe. In langer Mühe fügte sie Stein auf Stein, bis nach endloser Zeit das Tauernkirchlein fertig war. Dann durfte sie wieder zurück zu ihren Schwestern.